RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt. Yeah, yeah, Halbfinale. Ole, 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 ole. Ole, 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 Mann, ist das geil hier. Hey, 40 Grad, ich mit meinem besten Freund hier und den melden Handlaben. Aber weißt du was, Danny? Nee, wie soll ich bei der Hitze denken? Ich bin froh, dass ich mein Wasser bei hab. Mann, das hilft mir über die Runden. Judith Radler, lecker. Aber was hast du auf dem Herzen? Na, schau mal. Schau dir die beiden Handlampen mal an. Den Werner und den Howard, ey. Die Gesichter der beiden, die nehmen ja auch langsam mal wieder menschliche Formen an. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja, da hast du recht, mein Freund. Das sind nämlich damals, als ich und mein Sohn Wayne im Dschungel abgestürzt sind. Oh Mann, die Story kommt jedes Mal, wenn ihr nur eine Scheiße tritt. Damals sind ich und Wayne mit dem Helikopterabsturz und mitten in der Dschungel gelandet. Wir schlugen uns einen Weg quer durch die Dschungel, bis wir auf weitere Entfernung ein paar Leute von dem Mugado-Stamm gesichtet haben. Das sind Menschenfresser. Ich wäre froh, wenn die euch gegessen hätten. Mann, glaubt mir das. Mensch, Lenny, lass ihn mal weiterlabern. Das macht er wenigstens keinen Unfug. Nicht so wie gestern, als er einen Typen mit einer Frau verwechselt hatte und ihm Geld für gewisse Dienste angeboten hat. Das war nicht Howard, das war Werner. Howard wollte nur von Deutsch ins Swahili übersetzen. Und wie es so weiter ging, wissen wir ja. Die beiden wurden aus dem WM-Hotel geschmissen. Und dieses Stamm essen weiße Menschen. Und Wayne und ich waren weiß. Alter, ich dachte schon, es sei vorbei. Durch den Namen Wayne die Erde und rieb ihn in die Gesicht. Und es sah ja aus wie ein farbiger. Echt geile Idee, Mensch, der Wayne, der ist echt klug für sein Alter. Das war letztes Jahr, da war Wayne 25. That's right. Ich griff auch in die Erde und hatte einen leichten lehmartigen Erdbrocken. Rieb ihn in mein Gesicht. Wayne lachte und meinte, du Papa, das sei nicht Erde, das sei ein Puma-Scheiße. Ich wunderte mich schon, warum das komisch gerochen hat. Moa, wie ging's denn weiter? Naja, ich fragte mich, wenn ich hier Puma-Scheiße habe, wo ist denn dann die Puma zu die Scheiße? Wayne klopfte auf meine Schulter, zeigte über mir und da war das Teil. Und? Hat er euch was getan? Ja, wir rannten um unser Leben und als wir an eine Klippe angekommen waren, wollte mich die Puma anspringen, roch aber seine Scheiße und sprang mir nicht in die Gesicht, sondern biss mir nur in meine Eier. Okay, Mann, mehr will ich auch ja nicht wissen, ey. Ihr seid echt krass. Werner erzählt mir gestern noch von seinem Thailand-Besuch und dem Tripper und nun die Sache mit dem eigenen Puma. Ihr seid echt sicher, dass ihr nicht verwandt seid? Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja, zum Glück sind die zwei nicht verwandt. Es reicht ein Spinner in der Familie zu haben. Da kann ich Werner absolut nicht mehr brauchen. Das klug ich dir, mein Messer, aber könnt ihr erstmal ein Bier brauchen. Ich habe ja noch zwei dabei, aber erstmal die Parole. Ja, zwei links, zwei rechts, zwei fallen lassen. Ganz genau, mein Bester. So, nun geht es auf zum nächsten Spiel. Ich bin ja gespannt, ob Deutschland Australien besiegen kann. Na, ich auch. Wir haben vier VIP-Karten. Das bedeutet ganz vorne, da ganz unten. Das wird voll toll, ey. Ich freue mich voll drauf. Und ich mich erst. Das wird genital. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.